Okay, alles klar. Also der wäre jetzt tatsächlich irgendwie so ein bisschen, der wäre absehbar gewesen. Alle Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv. Oh, nice. Schön. Wir können darauf zugreifen. Ich hoffe, dass der uns in Ruhe lässt. Oh nein, das waren nicht nur 100, das waren 500. Hol ich mir nochmal. Den hole ich mir nochmal. Könnte mich nicht entgehen lassen. 200. Nein. Damn. Was können wir uns denn noch kaufen? Wir haben 2000. Stabilitätsupgrade. 424 würden wir das kriegen. Für 2400. Allerdings würde ich auf der Ticket auch stehen. 2,7. Ah, zieht dein Nickbruch. Das, also der wurde, das wurde schon... Das wäre gut. Ah, erhöht den Schaden durch Überladen. Auch geil. Mehr Power. Okay. Weniger Schläge. Schneller Tod. Gute Sache. Sollten wir machen. Abgeschlossen. Ich hole mir natürlich nochmal schnell jetzt den Energiewander da rum. Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt so sneaky-mäßig machen muss, aber er ist halt einfach 500 Attacken wert. Kann ich mir nicht entgehen lassen. Da muss hier eine alte Frau lange für häkeln. Das hört er nicht, ne? Meine Klappe hier. So, Akkusatz. Lass ihn mal erstmal noch liegen. Sneaky Sneak. Ist er noch da? Ja, sieht so aus. Sehr gut. Oh, da oben sind noch Credits anscheinend. Sehr schön. Haben wir ihn wieder. Sonst könnten wir uns noch den Akkusatz mitnehmen. Unten schnell ran. Schnell verkauft. Optimal. Ist der jetzt aktiv? Ist immer noch passiv. Kann ich ihn denn nicht auch irgendwie töten? Ist doch bestimmt vorbei. Ne, schade. Er will jetzt keinen offenen Kampf forcieren, von daher. Lass ihn einfach stehen. Ist denn hier noch irgendwas? Hier hat nämlich gar nicht geguckt so. Außer eklige. Zysten und so ein Dreck. Ach. Also Gegnerdesign sowie Umgebung ist wirklich krass geworden in dem Spiel. Absolut. Der Trailer hat es ja schon so ein bisschen nicht versprochen, aber auf jeden Fall so ein bisschen ja, hat uns das so ein bisschen schmackhaft gemacht. Aber ich muss sagen, es sieht wirklich echt gut aus. Es sieht richtig gut aus. Und die Gegner sind einfach nur eklig. Einfach nur ekelhaft. So, weiter geht's. Weiter geht's. Unsere tolle Reise hier. Durch Acknerhausen. So, links lang. Ja, schöne Sache im Moment. Ich bin von hier gekommen, ne? Nee, bin ich nicht. Oh. Oh. Oh, ja, 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 ja. Könnte ich so ein Steinchen irgendwo hinwerfen? Okay, hat mich gesehen. Alter.
Schade, ich bin nicht irgendwie an ihn rangekommen, dass ich halt ihn mit E... mit einem Stealth-Kill beseitigen konnte. Tatsächlich hat er wahrscheinlich gemerkt, wie ich so an ihn rangeruckelt bin. Naja, dann hat er seine Konsequenz draus gezogen. So, aber wenn das jetzt hier die Kolonie ist, dann müssen das... Oh, okay. Kannst du mal Finger nehmen, schnell, mein Freund. Dann müssten das ja wahrscheinlich die kompletten Bewohner sein. Aber was ist? Ist es jetzt nur wirklich... Ist es ein Kampfstoff? Ist es ein Virus? Also, na, kann ja beides sein, aber ist es eine außerirdische Lebensform? Also diese Art von Mutation, das sieht ja eher pilzmäßig aus. Das ist ja wie bei The Last of Us. Plop! Sehr geil, Let's Play von Benny. Achtung. Kaution! Okay, sieht jetzt aber schon wieder so ein bisschen eher nach... Gut. Okay, das holen wir uns natürlich. Makelloser Energieumwandler. Sehr schön. Jetzt mal vorne links um die Ecke. Sah mir tatsächlich so ein bisschen aus wie der Flur, auf dem ich schon mal war, aber es sieht natürlich alles so ein bisschen so aus, als wenn man da schon mal war. Okay, kann ich hier irgendwas machen? Ist hier irgendwas? Nee. Und das ist auf jeden Fall so ein... Das da vorne, das Teil. Das ist auf jeden Fall so ekelhaft, das Ding. Das ist so ekelhaft, das Ding. So, wenn ich jetzt feuere. So, lassen wir sie sich erstmal ein bisschen beruhigen. Und dann holen wir sie uns mit unserem Schraubenschlüssel. Ja, auch interessant, ob die jetzt in so einer Art Alarmmodus sind und erstmal bleiben. Und ob sie mich jetzt sehen. Viere. Viere ist heftig. Wir würden zwar auch über einen Sneakle gehen. Wäre aber anspruchsvoll. Wäre anspruchsvoll. So, und rückwärts. Rückwärts. Okay, er separiert sich sehr gut. Das war ein Fehler, mein Freund. Ho, ho, ho. Okay. Das war Nummer 3. Gucken, ob er es hört. Klicken, ey. Sabons! Hatta, hatta. Hatta. Der Fall. So, okay, haben wir nochmal Glück gehabt irgendwie. Konnten wir die Situation doch nochmal klären. Auf eine sehr smarte Art und Weise.
Okay, da jetzt hoch. Ja, eine Kiste und ein Lock. Ey, ich hab so viel. Ich muss mal wirklich auf diese Aufstandsflinte rübergehen, irgendwie, weil ich so viel Munition dafür gerade habe. Und ich sonst mein ganzes Inventar komplett voll machen. Oder blockiere, besser gesagt. Ich frage mich natürlich auch, warum haben sich manche verwandelt und manche sind einfach nur tot. Wahrscheinlich habe ich dazu zu viel The Walking Dead im Kopf. Aber verwandeln sich denn nur Lebende oder halt auch Tote? Da vorne ist das ein großer. Ist das ein großer? Ich kann es nicht erkennen. Ja, es ist ein großer, natürlich. Stirbt man. Tatsächlich meinte ich den ja nicht. Ah, hat der Arm ein bisschen gejuckt. Ich dachte nämlich er hier. Dein Großer? Den hat ich ja nie gesehen. Aber er hat mich gesehen. Natürlich hat er mich gesehen. So, gut, dann nehme ich mir erstmal kurz mal eine kleine Spritzung. Einfach. Nein. Nein, hat gesagt, aufstehen, rüberspringen. Den hoch. Und das ist doch. Das ist doch ein Großer hier. Also mit den Waffen ist blöd gemacht tatsächlich ein bisschen. So, warum sie das jetzt nicht irgendwie aufs Rädchen legen? Ja? Also so wie hier. Ne? Aber du kannst tatsächlich... das jetzt nicht einfach so durchscrollen irgendwie. Wahrscheinlich kannst du die Tastenbelegung so ändern irgendwie. Das würde wahrscheinlich gehen. Aber das hätte man auch gleich machen können. Kann ich hier durch? Also so mit 1 durchtappen und dann kannst du, also du kannst ja die Waffen auf 2 Arten wechseln. Und das ist irgendwie ist nicht intuitiv. Irgendwie spielt sich auch nicht gut. Also ich weiß nicht, ob sie halt einfach noch den Stressfaktor verstärken wollten innerhalb des Spiels. Und der sieht mich auf jeden Fall. Der sieht mich auf jeden Fall. Den kann ich nicht stealth killen. Irgendwas ploppt hier auf gerade. Hinter mir? Okay, da vorne ist wieder ein Blinder. Aber er steht in der Ecke. Ich komm blöd an ihn ran. Komm nicht von hinten ran. Sein, ich würde ihn irgendwie ablenken. Da komm, dreh dich noch ein bisschen. Alter. Könnte natürlich auch mal probieren. Okay, hat sie erreicht. Also man kann sie ablenken, das ist ganz gut. Man kann sie ablenken. Aber sie lassen sich nicht lange foppen. Gesundheitsinjektor. Schön. Okay. Hier eine Leiter hoch.
Das ist der Weg. Okay, hier haben wir nochmal einen. Zack. Chancenlos. Auf die Kacke jauen hier irgendwie. Ansonsten bin ich hier immer nur jedes Mal frisch, Fleisch. Gleich. Bin sofort tot. Bei mehr als anderthalb Gegner hier. Jetzt haut er hier auf die Kacke. Der alte Noob. Wo? 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 Da unten. Ach, toll, alles voll. Alles voll mit dem Pack. Ich sehe aber einen Explosivkanister da stehen. Wenn es jetzt wirklich nur die Blinden sind, würde ich es tatsächlich ohne Explosion probieren. Und würde mich einfach durch Maul schlüsseln. Make a sound. Oh Gott, ist das alles eine Riesensauerei, ey. Ach, überall nur Schleim und ekelhafter Scheiß. Ach hey. Ach hey, okay. Frage mich natürlich auch, ob der Schlamm Geräusche macht. Oh, oh, okay, 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 okay. Ziemlich viel. Ziemlich viele. Vier Stück. Das ist viel. Okay, vielleicht kriegen wir so ein bisschen separiert voneinander. Kommen die alle hierher? Ein Walking on Sunshine. Echt als Fünfe. Fünf ist hart. Krieg aber hin. Nochmal auftreten. Einfach, weil er greedy ist. Einfach. Captain Gierschlund. Die sind schnell. Warum sind die so schnell jetzt plötzlich? Oh shit. Oh shit. Nein! Nein, ich kann, nein, das darf doch nicht wahr sein. Das Schlimme ist, ich bin gerade mit meiner Maus an die Tastatur reingekommen und dadurch hat er einen Schlag gemacht. Das ist doch scheiße. Hau ich ab. Hau ich ab. Das war nicht smart. Aber was willst du machen? Ich muss mal kurz die Tastatur über Seite schieben. Ah, das ist ärgerlich. So wie man nicht laufen soll. Hm. Wirklich mit der Maustaste unter die Tastatur gefahren und dann hat er geschlagen. Aber ich denke mal, dass er mich eh gekriegt hätte irgendwie. Weil er ja auch schon darüber gesprungen ist. Naja, was soll's. Wir sind nicht gestorben. Die Hauptsache. Sagte er und starb. So, wir kriegen hier Zählhammer. Noch
2. Okay. Eigentlich ist jetzt nicht, ob einer einfach nur rausgekommen ist noch zusätzlich durch den Lärm, dass der vollkommen ist, weil er davor halt eigentlich nur 5 gesehen. Sei denn der. Ja. Sei denn der hintere. Hören die mich in dem Schlamm? Und langsamer. So, Schwofi. Stromtunnel. Naja. So halb schön eben. So, Revolvermunition, die nach vorne holen wir uns noch. Und hier benötigen wir anscheinend irgendwas. Oder wir kommen so durch die Tür. Mal kurz schauen. Aber Topf wird jetzt erstmal sagen, wir brauchen irgendwas. Oder da heißt es einfach nur Strom, Strom, Strom. No, 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 nix gut. Finde die Stromtunnelschlüsselkarte. Hey, 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 nicht rennen. Das Elend könnte uns hören. Echt? Waren es noch nicht genug? Waren es noch nicht genug? Ich bin mir nicht sicher bei dem da vorne. Der nicht schon wieder so ein Angel-Onkel ist. Da ist eine Kiste rum. So, wenn die immer so direkt zu zweit sind, ist aber auch doof. Na komm, turn around. Kommt der zurück? Nee, er kommt nicht zurück. He's never coming back. Boom, Hammer. Scheiße. Das ist das Witzel. So, jetzt hat zu sagen zu der Nummer. Schön war's nicht. Okay, hier kommen wir durch. Dann können wir uns hier den Typen hier vorne noch holen, oder? So. So, wo ist die Schlüsselkarte? Wo ist die Schlüsselkarte? Drucker. Schau mal. Das muss schön. Das Transportzentrum sein. Ja, aber wir haben noch keine Karte. Die UJC steht dir zur Seite. Hä? Bing. Verkauft. Na, können wir eigentlich benutzen, wenn es soweit ist, ne? Können wir benutzen. Ja. Okay. Das Transportsystem. Ja, kann natürlich auch sein, dass wir halt hier jetzt erstmal irgendwo hin. Oh Gott, Gott, wenn wir hier irgendwo hin müssen. Hier jetzt vielleicht die Karte finden. So, wo ist die Monorail? Ah, nein, ich hab die Kiste, den Kasten. Das bringt mich wohl zur Kolonie. Hoffe nur, Dani ist dort. Sind eine Menge Kisten. Bin skeptisch. Warum werden die plötzlich rot? Ignoriere mich. Hä? Okay, brauchen wir noch irgendwie ein Implantat von irgendjemandem in einer gewissen Sicherheitsstufe, damit die offen bleiben? Das ist ja krass. Das ist ja krass. Ja, nochmal laufen.
Könnte hier aber auch... Ich weiß, ich hab's schon mal eins wie mal gesagt, aber sieht auch ein bisschen nach Bossfight aus hier. Kein Strom. Aber ich werde die Kabel führen zu einem Generator. Aha. Schlüsselkarte. Schließe die Stromtunneltür auf. Alles klar. Das machen wir mal. Ja. Über die Hip, über die Hop, über die. So, hier würde ich tatsächlich eher nochmal sneaky durchgehen. Irgendwie nicht, dass nochmal irgendwelche Leute hier irgendwie rausgekrochen kommen. Das muss nicht sein. So, und hier holen wir uns natürlich noch die Kiste. Die ich jetzt in der ganzen Hektik übersehen habe. El Creditos. So, dann rennen wir mal die Karte durch. Okay. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das auf fachmännisch verlegt wurde, hier dieses Kabel. Lokalisiere den Stromreaktor. Da hinten ist er. So, jetzt. Immer. Wechsel die Waffe. So, warte, ich nehme jetzt mal die Aufstandsflinte. Die Musik wird irgendwie nervig laut. Sie schwillt an, das ist nicht gut. So, Tunnel oder... Grusel Scheiße da unten. Pest oder Cholera. Achso, warte mal, wir folgen den Kabel, dann würde ich erstmal hier oben rennen. Weil ich glaube, wenn wir den Kabel folgen, dann kommen wir zu dem eheren Ziel, wo wir hin müssen. Und würden jetzt wahrscheinlich hier irgendwas verpassen. So meine Denke. Da an der Decke da oben gefällt mir nicht so. Das ist ganz einfach nur Stein. Ist das hier vorne, ein Soldat? Okay, und der hat einen Lock bei. Das holen wir uns. Der Shi Han Yun. Und eine Kiste. Also die Kiste fand ich schon wirklich krass. Also mit der Verriegelung der Kisten. Das war schon übel. Schön. Schön. Okay, Akkus. Das ist okay. Dann lass die Akkus zurück. Und kein Kleben. Ich werde mal aufrecht jetzt gehen. Mal gucken. Hier wird jetzt hoffentlich... Aus dem Felsen wird jetzt wohl keiner rauskommen. Echt jetzt? Mann, du! Irren hier mal angucken. Das ist nicht gut. Okay, na dann. Hier vorne haben wir ein Explosionsgefäß. Kiste. Und da sind sie wieder. The Boys. Okay, er bleibt hier vorne relativ statisch stehen. Rufen wir erstmal den. Total lautlos. Gib mal eine Bank unter uns. Ich hätte ihn jetzt so mit Stase ablenken können, aber ich glaube, jetzt. Leichter Umlaufen dessen ist einfach
einfach schlicht und ergreifend. So, da oben haben wir... So, was war das? Ah, okay. Gesundheitsinjektor. Nochmal zwei Stück von. Schnappen wir uns über den. Immer am Priorisieren hier. Muss aber sagen, das Level bringt tatsächlich ein bisschen Abwechslung irgendwie, weil das Spiel sich bis jetzt relativ wie so ein... Oh Gott, wie so ein stumpfer Prügler irgendwie ausnimmt.